Mitten am Spielen auf einmal hängt sich der komplette PC auf. Einen wunderschönen und herzlich willkommen zum dritten Versuch, diese Folge aufzunehmen, Leute. Ich bin mittlerweile richtig genervt, weil das ist jetzt zweimal hintereinander mein PC abgestürzt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es an der Hardware-Kamera, die ich diesmal aktiviert habe oder aktiviert haben möchte. Kann sein, dass das Problem ist. Ich habe jetzt aber auch einfach mal die FPS vom Spiel begrenzt, in der Hoffnung, dass das vielleicht auch einfach ein Thermalproblem ist oder so. Aber wir haben ein Logo, Freunde. Wir haben ein Projekt Baumstumpf-Logo. Yay! Däumchen nach oben, falls euch das Logo gefällt. Und bevor wir richtig loslegen, zwei Kleinigkeiten oder drei. Wie gesagt, Hardware-Kamera diesmal aktiv. Wir werden viel mit dem Kran machen, dementsprechend lohnt sich die. Und mein Schreibtischstuhl, mein Gaming-Stuhl. Link in der Videobeschreibung, kennt ihr alles, ne? Mein Lenkrad und so, alles Link in der Videobeschreibung. Der hat neue Rollen bekommen. Die sind so leichtgängig, dass ich tatsächlich, wenn ich Gas gebe bei meinem Pedal, nach hinten rutsche. Das ist ein bisschen nervig, da muss ich mir mal eine Lösung zu einfinden lassen. So, bevor wir unseren eigentlichen Job machen, werden wir mal eben kurz was bauen. Denn es gibt was Neues auf dem Hof, dafür brauchen wir, eine Kleinigkeit. Wir werden es diesmal sehr schnell und schmerzlos machen. In den anderen beiden Versuchen habe ich ewig rumgerätselt, wo wir es hinstellen. Wir werden jetzt unter Tools gehen, eine Elektroladestation kaufen und uns hier an der Stelle. Mal gucken, dass er richtig gedreht ist. Nee, ist er nicht. So wäre er richtig gedreht. Jedenfalls, dass er richtig gedreht ist. Ne? Und dann werden wir ihn hier am... Da steht er jetzt. Eine Elektroladestation. Warum wir uns eine Elektroladestation kaufen, ist, glaube ich, relativ simpel. Wir haben Elektrostapler gekauft. Zum Palettenladen, was jetzt immer mehr wird, ist das natürlich ultra wichtig. Wir haben ein Mod. Das ist ein Mod mit Gabelverlängerung. Hier kann man ausfahren. Und ja, das wird uns ja zukünftig helfen. Außerdem werden wir unseren Liebherr-Radlader auf kurz oder lang auf jeden Fall durchtauschen gegen einen anderen, den ich euch jetzt gleich zeigen werde. So, der fällt jetzt hier hin und da bleibt er stehen. So, bitte Akku nicht leer machen, okay? Bitte ankommen, wäre schön. Wir werden den Liebherr-Radlader durchtauschen gegen den aus der aus dem Season Pass Nummer 2. Falsches Menü. Wir müssen natürlich unter Radlader gehen. Hier. Den Liebherr, ich würde ganz gern gegen den hier tauschen. Ich finde den hier ganz schick. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Und dann als nächstes, Freunde. Wir werden auf Container umsteigen, denn Container, es lohnt sich. Vom Workflow unfassbar relativ simpel zu bedienen. Macht wirklich Spaß, mit Containern zu arbeiten. Dafür brauchen wir hier allerdings auf kurz oder lang einen Stapler. Wir haben den jetzt vom Sägewerk ausgeliehen. Den werden wir natürlich wieder zurückbringen und uns hier einen kaufen. Das könnten wir jetzt sofort machen. Aber vorher wollen wir die Metallfabrik kaufen. Also möchte ich die Metallfabrik kaufen. Wir werden jetzt alle Holzstämme, die 6 Meter sind, in die 6 Meter Container schmeißen. Danach werden wir auf 9 Meter Container umsteigen. Das ist mein Plan. Beide, 6 Meter und 9 Meter, gehen mit diesem Stapler. Beim 12 Meter habe ich nicht ausprobiert, aber 12 Meter, muss ich auch sagen, ist mir persönlich denn etwas zu groß. Dann als nächstes noch eine zukünftige Kaufentscheidung. Aktuell fahren wir in den Wald rein, um dort zu verladen, Freunde. Das möchte ich ändern. Ich möchte die Baumstämme zukünftig hier mit einem Skidder rausziehen und am Weg dann verladen. So, jetzt habt ihr schon mal eine Aussicht bekommen auf die, ja, ich sag mal, auf die nächsten Investitionen. Als allererstes wird es, oh, Licht. Oh, es wird dunkel. Das ist natürlich auch praktisch. Also als allererstes rolle ich die ganze Zeit durch die Gegend mit meinem Schreibtischstuhl. Das ist wirklich nervig. Als allererstes wird es die Metallfabrik geben, danach den Gabelstapler, danach den Skidder. Das ist so meine Reihenfolge jetzt. Und danach vielleicht auch ein anderes Erntegerät, aber das entscheiden wir denn, wenn es soweit ist. So. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen der Plan für die nächsten Folgen.
Und ja, das wird fantastisch. Ja, ich richtig Bock drauf. Und die Container sind halt wirklich praktisch. Die Container sind unfassbar praktisch, das kann man nicht anders sagen. So, wir geben uns ein bisschen Mühe, wenn wir sie jetzt hier raufladen. Ein bisschen zumindest. So. Den haben wir uns jetzt vom Sägewerk gemietet, den Stapler hier. Den werden wir dann zukünftig zurückbringen. Das wird gar nicht so lange dauern, bis sie den haben. Und dann hat sich das. Hier mal eben zwei Spanngurte rüberwerfen. Hier so und hier so. Und dann fahren wir damit in den Wald rein, wo denn auch der Volvo-Bagger auf uns wartet. Wir erinnern uns, der Volvo-Bagger, der nicht mehr den Woodcracker hat, Freunde. Der Volvo-Bagger hat nicht mehr den Woodcracker. Der Volvo-Bagger hat jetzt den Standardgreifer. Einfach aus dem Grund, dass der Woodcracker, der hatte ein Riesenproblem, der Woodcracker. Er hatte zwei Probleme, einmal, also drei sogar. Einmal musste man den Winkel einstellen, welches ich auf meine Joysticks nicht belegt habe. Dann ging der Woodcracker auch nicht so weit auf. Damit hätte ich mich anfreunden können. Aber der absolute Kauf- oder Verkaufsgrund war, man konnte den Woodcracker nicht drehen. Und das hat die Arbeit unfassbar schwer gemacht. Und scheiße, geht mir der Stuhl auf den Keks. Er rollt die ganze Zeit durch die Gegend. Meine Fresse, ey. Ist das nervig. Verfickte Kacke. Sorry. Aber ich, wenn ich ein Gaspedal trete... Mann, einmal zu gut gekauft. Rollen, der Schreibtisch, die Rollen von dem Stuhl sind zu gut für den Landwirtschaftssimulator. Gott, ist das nervig. Da muss ich mir wirklich, ich spiele mit dem Gedanken, Teppiche unterzulegen, dann ist es ja nicht mehr ganz so leichtgängig, ne? Wie jetzt hier auf Fliesen. So, sorry für den kleinen Rant. Ich glaube, der war aber bitter notwendig. So. Wir haben hier jetzt noch ein bisschen was liegen und dann haben wir noch einen großen weiteren Haufen Holz. So, machen wir, klappen wir auf. Und machen den Container auf. Und da kommt das Holz rein. Wir haben hier noch einen Rest. Ich habe schon mal einen Container verkauft. Bringt sehr viel Geld. Workflow ist fantastisch. Da haben wir hier noch einen Riesenhaufen Holz. Hier. Guckt ihn euch an, diesen riesigen Haufen Holz. Fantastisch. Das hier sind, würde ich sagen, mindestens zwei Container. Und danach werden wir auf 9 Meter umschwenken. Wir fangen jetzt aber erstmal das Beladen an. Und ich kann es euch wirklich nur sagen. Das Beladen mit dem Bagger hier funktioniert fantastisch. Ich habe mich jetzt auch an meine Tastenbelegung gewöhnt. Mega Dankeschön übrigens an all diejenigen, die gesagt haben, die mir gesagt haben, wie ich die Tasten am besten belege, wie es im Real Life wäre und so. Ich habe mich jetzt aber an meine Tastenbelegung wirklich so gut gewöhnt, das funktioniert fantastisch. Und natürlich... Oh Gott, ich will nicht so viel Werbung eigentlich machen, aber ich bin einfach von meinem Lenkrad und von meinem Joystick so begeistert, das muss man ja wirklich mal so sagen, dass ich wirklich sagen muss, das war dumm. Ja, Links sind in der Videobeschreibung, ne? Ich kann die wirklich empfehlen. Ich arbeite mit den einen Joystick, habe ich jetzt seit anderthalb Jahren, das Lenkrad genauso. Und für den Preis, der kriegst du nicht, also es macht keinen Sinn mehr Geld auszugeben, ne? Und die funktioniert fantastisch. So, dann schnappen wir uns hier nochmal eben hier. Es ist halt Gewöhnungssache, ne? So, wir machen diesmal keine Zeitraffer, sondern wir machen jetzt einen Cut, bis ich den voll habe. Denn, ich sag mal so, Zeitraffer wird es in der nächsten Folge genug geben, denn ich habe vor, die nächste Folge so ein irgendwie so 5 Stunden in einem Video zu machen. Halt mit einer langen Zeitraffer.
Und dann sehen wir uns wieder zum Verkauf. Dann seht ihr auch, wie das funktioniert mit den Containerverkauf. Das ist tatsächlich sehr unspektakulär. Aber ihr seht, vom Workflow ist das fantastisch. Und man schiebt einfach hinten rein und das funktioniert so gut. Das ist so fantastisch, mit den Containern zu arbeiten. Das war eine sehr gute Entscheidung von Giants, die reinzubringen. Und lukrativ ist es auch noch. Kein Scheiß, Leute. Das dritte Mal passiert. Mitten am Spielen auf einmal hängt sich der komplette PC auf. Ich vermute, es liegt an der Hardware-Kamera. Ist jetzt mittlerweile meine Vermutung, dass ich eine zweite Kamera mit dran habe. Oh. So, ich wollte euch das mal eben jetzt in die Folge reinschneiden, weil das passiert mir seit gestern Abend. Immer wieder. Ist es so unfassbar nervig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Leute, ich habe jetzt getan, was ich konnte. Ich habe Treiber geupdatet. Ich habe jetzt die zweite Kamera ausgesteckt. Ich habe Daten überprüft und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wenn es jetzt wieder abstürzt, weiß ich nicht, was das Problem sein könnte. Es ist unfassbar nervig. Wir machen jetzt hier die letzten Baumstämme rein. Habe ich ja schon mal gemacht. Es ist ja nie so, als ob ich das nicht schon dreimal getan habe hier alles. Oh. Vielleicht soll es einfach diese Woche nicht sein. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe jetzt Treiber geupdatet. Ich habe die Kamera ausgesteckt, die zweite. FPS begrenzt und so weiter. Jetzt. Also mehr kann ich jetzt auch an der Stelle irgendwie nicht mehr tun. Also das war's jetzt. So. Ich habe jetzt mal mich ein bisschen bemüht, möglichst vor allem lange Stämme zu nehmen und nicht so kürzere. Das dürfte dem Kaufpreis oder also dem Preis ein bisschen zugutekommen. Sagte ich und er nahm zwei kurze. So, wenn wir Glück haben, ist mit diesen einen langen Stamm aber auch der Container schon voll. Nö, offensichtlich nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr mit solch kürzeren Stämmen macht. Weil das weiß ich ehrlich, also ja, verkaufen, ne? Also was anderes bleibt einem ja kaum übrig. Aber was man so richtig effektiv damit machen könnte, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber nach wie vor muss ich wirklich sagen, es macht mit dem Joystick unfassbar viel Spaß. Mit den beiden Joysticks. So. Damit ist er voll. Licht aus. Wir machen den Container zu und fahren in Richtung des Verkaufspunktes. In Richtung des Verkaufspunktes, was tatsächlich sehr einfach ist, sage ich einfach mal. Man fährt einfach auf den Trigger und dann verschwindet der Container. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man den Container auch mit so viel Holz, wir haben jetzt fast 22 Kubikmeter Holz drin, Freunde. Ich kann mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass man den jetzt auch einfach nicht mehr mit einem Stapler, wahrscheinlich nicht mal mehr mit dem großen Radlader abladen kann, weil der zu schwer ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder und aus Angst, dass wir wieder alles nochmal machen müssen, speichere ich jetzt das Spiel und beende die Aufnahme und nehme eine neue Aufnahme, wenn wir da sind. Das Spiel muss jetzt erstmal beweisen, dass es jetzt einfach mal durchhält und nicht wieder abstürzt. Wir sind quasi da. Es ist richtig dunkel. Wir müssen noch einen weiterfahren und dann können wir links abbiegen. Ja, also es ist jetzt mittlerweile so, dass man sagen kann, wir sehen nichts mehr. Das heißt, hiernach geht's in die Haier. Einmal schlafen und dann geht's am nächsten Tag wieder. Die nächste Folge, in der Hoffnung, dass das Spiel mitspielt oder mein PC mitspielt, wird eine lange Zeitraffer sein. So ein, keine Ahnung, so ein 5 Stunden in ein Video oder so. So was habe ich mir vorgestellt. So, es dürften um die 80.000 Euro sein, die wir jetzt bekommen. Wie gesagt, ich habe schon mal einen Container abgegeben. 84.600 irgendwas Euro. So. Da speichern wir auch gerne mal das Spiel. Damit haben wir ganz knapp genug, damit wir die Fabrik bauen könnten. Aber das lassen wir jetzt erstmal sein. Wir machen den Motor aus.
springen zu. Wo ist unser Hof? Da ist unser Hof. Zu unserem Haus und überspringen die Nacht. Bis 8 Uhr morgens wieder. Ich muss übrigens den Grafikfilter neu einstellen. Keine Ahnung, wie der jetzt aussieht. Aber es sieht ganz gut aus. Ich glaube, der ist mir fantastisch gelungen, der Grafikfilter. Können wir ja nochmal so ein mit ohne machen. Mit Grafikfilter, ohne Grafikfilter. Mit Grafikfilter, ohne Grafikfilter. Ja, ist schon ein deutlicher Unterschied. So, Freunde. 163.000, ich glaube, dafür könnten wir die besagte Fabrik bauen. Wir probieren es einfach mal aus. Wir haben nichts zu verlieren, wenn wir es probieren, weil machen müssen wir es eh. Und wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Sachen genug bei Dings produziert, bei unserem Sägewerk, dass wir auf jeden Fall richtig dickfett Kohle machen können. Richtig dickfett Kohle. So. 180.000, okay, da brauchen wir noch ein bisschen Geld für. Aber das ist nicht das Problem. Wir schnappen uns unseren Tieflader. Das Fahrzeug einsteigen. Und düsen mit diesem zu unseren Sachen zum Verladen. Wir haben natürlich eine Palette für unsere gute, für unser grandioses, für unser einzigartiges Projekt, die Achterbahn. Ja. Wir können ja mal gucken, haben wir mittlerweile ein gewisses Maß an Hackschnitzel? Hey, stehe gerade. Es geht so. Es ist wirklich noch nicht viel. Also wir müssen doch wahrscheinlich diesen den Mod draufnehmen, womit wir die Produktion ja, erhöhen von den Fabriken. Sag mal, mehr Paletten bräuchte ich eigentlich nicht. Also ich sag mal, das, was da so an Paletten rauskommt, ist meiner Meinung nach schon genug, was man hier jetzt so rausbekommt. Aber ist auch nicht so viel, ne? Ist das Holz ausgegangen oder was ist da los? Das war beim letzten Mal aber mehr. Das ist jetzt die Frage. Also, das ist wirklich sehr wenig für eine Nacht. Gut, hier ist klar, hier haben wir ja nicht mehr produziert. Also nicht mehr reingegeben. Also da kämen sie doch vorbei, oder nicht? Ah ne, hier haben wir Holz drin. Also wir müssen die Produktionserweiterung mit draufnehmen, dass mehr produziert wird. So, wir verladen den Quatsch jetzt erstmal. Und verkaufen das noch in dieser Folge. Wird halt eine etwas längere Folge und dann, ja, können wir in der nächsten Folge das, ja, machen. Die 5 Stunden in einem Video. So, ich verlade eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Wobei, wir probieren das jetzt mal eben aus, zusammen verladen. Man sieht relativ wenig tatsächlich bei dem Stapler hier. Das ist eine Sache, die hätte ich vielleicht vorher testen können, zu sagen, okay, wir gucken, wo man am besten rausgucken kann, also wo man am meisten sehen kann. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Naja, selbst schuld, würde ich sagen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Das ist links, rechts, das ist klar. Das ist das. So, guck mal, so können wir die Gabeln lang machen. So können wir auf jeden Fall 2 Paletten hintereinander nehmen. Aber guck mal, die silbernen Gabeln sieht man tatsächlich sehr gut. Das gefällt mir. Das finde ich supi. Könnten wir vielleicht sogar 3 Paletten nehmen? Vermute nicht, oder? Glaub nicht. Ja, doch. Also eine dritte Palette geht da noch. Gewichtstechnisch natürlich schwierig, aber grundsätzlich. Haha! Leute, das ist ja fantastisch. Guckt es euch an. Das funktioniert ja 1A. Gott, war das eine gute Entscheidung. Wie gesagt, ist ein Mod. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alles verladen habe. Um die Kurve gerast, rechts von uns sehen wir die Achterbahn, wie sie an uns vorbei juckelt.
Und da vorne ist auch schon die Bootswerft, wo wir denn unser ganzes Material verkaufen werden. Und danach werden wir auf jeden Fall genug Geld haben, um unsere Eisenfabrik zu haben. So, hier. Düsen. Ja, ne? 67.000 Euro. Gut, wir machen mal aus. Ich habe gesehen, wir haben hier ein Menü. Das finde ich interessant. Was können wir im Menü machen? Achso, wir können die Bootswerft kaufen. Und dann? Dann produzieren wir Boote und bekommen für jedes fertige Boot Geld, oder was? Aber wie ist das denn? Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Das ist tatsächlich... Okay. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Und mit 125.000 ist das jetzt auch nicht unerreichbar. Wir machen ja doch relativ viel Geld. Aber wir fahren jetzt nochmal eben schnell rüber zur Achterbahn und bringen die Geländer dahin. So mal eben schnell gucken. Ah, nichts gesehen, aber kam bestimmt auch nichts, ne? Also. Gut. Ab dahin. Und dann die Geländer abgeben. Das Gute ist, die bleiben ja als Verkaufspunkt, so viel ich weiß, erhalten. Die Achterbahn zumindestens. Wenn wir jetzt die Bootswerft kaufen, sieht das wahrscheinlich anders aus. Da kriegen wir wahrscheinlich nur pro Boot Geld. Auch nicht schlimm. So. Und auch das bringt nochmal 3000 irgendwas Euro. Freunde, haben wir jetzt hier Treppengeländer. 900 schieß mich tot Liter. Oh, Treppengeländer brauchen wir auch noch ein bisschen mehr. Okay. Treppengeländer brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Ich sag schon mal Dankeschön. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge wird es eine mega Zeitraffer. Viele, viele Stunden im Spiel in einem einzigen Video. Die Zeitraffer wird dann immer zwischendurch noch unterbrochen. So, wenn wir jetzt sagen, oh, wir haben genug Geld, um den Skidder zu kaufen. Und dann kaufen wir uns zusammen den Skidder und dann geht die Zeitraffer weiter. Schaut da gerne vorbei, unterstützt gerne das Video und mein Kanal wäre fantastisch. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich bin gerade froh, dass das Spiel bislang nicht wieder abgestürzt ist. Danke und ciao. Ja, tschüss, ne?